Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Geheimakte Tunguska, wo wir heute weiter den Spuren unseres Vaters folgen, nachdem wir in der letzten Folge einen... Ich drücke mich an dieser Stelle einfach mal vorsichtig aus und sage einem Einheimischen, mit ein bisschen Medizin geholfen haben und er uns so Pi mal Daumen grob in die richtige Richtung gewiesen hat, müssen wir jetzt herausfinden, wie wir hier ja jetzt an weitere Informationen kommen, ne? Also ich dachte mir, wir folgen einfach mal dem Weg und gucken, wo der uns hinführt. Okay, ich mag diesen Wassereffekt irgendwie. Der gefällt mir. Das muss ein Nebenarm der steinigen Tunguska sein. Der Fluss kann ja eigentlich nichts dafür, aber ich fange an, den Namen Tunguska zu hassen. Das ist aber nicht sehr nett, Nina. Die haben wirklich alles mitgenommen, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Nur zwei kleine Muttern sind noch übrig. Und die werden jetzt von mir geklaut. Wofür auch immer, aber ich nehme es an dieser Stelle mal so hin. Oh. Es scheint noch ein bisschen Diesel drin zu sein. Na, das ist doch Schlauch rein. Bestimmt die Wodkaflasche, wa? Da ist ja noch einiges an Wodka drin. Wenn ich den einen Sprit haben will, muss ich wohl oder übel den anderen Sprit loswerden. Nastarovie. Ups, ich bin wohl etwas außer Übung. Aha. Die hat sich jetzt nicht wirklich diese ganze Wodkaflasche da reingeknallt, oder? Alter, Nina, bist du nicht der Meinung, hier irgendwo in Russland, gesucht vom russischen Militär, wäre es vielleicht eine ganz gute Idee, so einen halbwegs klaren Kopf zu behalten? Naja. Der Rest von dem Diesel aus dem alten LKW. Ich musste gerade wirklich viermal drücken, damit es einmal wirklich registriert, weil er ständig hier einen Doppelklick macht. Irgendwas ist mit der Maus. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich befürchte, ich werde mir einfach eine neue Maus kaufen müssen, aber das gefällt mir nicht. Ich bin nämlich ganz froh, dass ich eine gefunden habe, mit der ich nicht so viele Probleme habe. Wow, was für ein Monstrum. Ich frage mich nur, wie der hierher gekommen ist. Und das war ja damals bei Cyberpunk zum Beispiel eines meiner Probleme. Das müssen wir übrigens bei Gelegenheit auch mal weiterspielen, wenn ich das mal zeitlich unterbringen kann. Das Spiel hat ja geruckelt wie Sau wegen meiner Mauseinstellungen. Das hatte ich ehrlich gesagt vorher auch noch nie erlebt, aber es war interessant. So, okay. Bevor ich jetzt wieder zum Haus zurückkehre und wir da den Generator anschmeißen und alles, erstmal wissen, was das ist. Das muss die Forschungsstation sein, zu der die Transsib eigentlich fahren sollte. Ob sie jemals dort angekommen ist? Die Anlage ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Sogar mit eigenem Rollfeld. Bestimmt ist sie auch ähnlich eindrucksvoll gesichert. Da reinzukommen kann ich wohl vergessen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da überhaupt rein will. Nach all dem, was ich über die Anlage und den Ort, auf dem sie errichtet wurde, gehört und gelesen habe. Trotzdem, die Station strahlt eine gewisse Faszination aus. Keine positive Faszination, aber je länger ich mir die Anlage ansehe, desto mehr bekomme ich eine Gänsehaut. Ich sollte mich wieder auf den Weg zurück machen. Es bleibt noch eine Menge zu tun und ich weiß immer noch nicht, welches Geheimnis aus der Vergangenheit meines Vaters sich hier verbirgt. Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass unser Weg uns über kurz oder lang genau zu dieser Anlage dort hinten am Horizont führen wird? Die Anlage wirkt wie aus einem Science-Fiction-Film. Kaum vorstellbar, dass sie schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben soll. Ob ich wohl jemals hinter ihr Geheimnis kommen werde? Nein, die Geschichte ist an dieser Stelle vorbei. Ich bin mir sicher, das ist total befriedigend für alle, die sich das Spiel gekauft haben. Der Fluss stürzt hier bestimmt 30 Meter in die Tiefe. Ein beeindruckendes Schauspiel. Und auch ein tödliches. Gut, aber wenn es hier jetzt nicht weitergeht... müsste sich das Rest der Geheimnisse, ne? Oh Gott! Was ist los mit meinem Kopf?
Das nenne ich noch echte Wertarbeit. Nach über 50 Jahren funktioniert er immer noch wie am ersten Tag. Ja, aber du kannst mir nicht erzählen, dass der Treibstoff in dem LKW nach über 50 Jahren immer noch benutzbar ist. Das ist nämlich tatsächlich so eines der Hauptprobleme in diesen postapokalyptischen Geschichten, dass Benzin nach einer gewissen Zeit nicht mehr brauchbar ist, wenn er nicht aufbereitet wird. Und dass es deswegen total unrealistisch ist, dass in so einer Apokalypse-Situation so 10, 15 Jahre, nachdem alles zusammengebrochen ist, noch Benzin in irgendeiner Art und Weise funktioniert. Ich glaube, irgendwie 4,5 Jahre ist das haltbar oder irgendwie sowas. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall ist das irgendwann, ist Benzin nicht mehr benutzbar. So viel weiß ich. Von daher, warte mal. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das Teil was mit Magnetismus und Stromerzeugung zu tun. Ich halte mal beide Muttern in die Nähe der Spule. Aber besser nicht zu dicht dran, sonst bin ich Toast. Sie sind anscheinend dadurch magnetisch geworden. Beide Muttern magnetisch. Ja gut, sowas in der Art hatte ich erwartet. Damit müssen wir bestimmt den Kompass jetzt einstellen, oder? Der hat ja hier... Da. Metallstifte, da können wir jetzt bestimmt die Muttern draufpacken. Die Mutter ist magnetisch aufgeladen. So etwas soll's geben. Aber erst mal müssen wir ja wissen, wo wir überhaupt hin müssen. Da ist keine Filmrolle drin. Ah. Jetzt, ja. Okay, gut. Seltsam. Offenbar bewegt sich die Kompassnadel erst, wenn ich den Knopf drücke. Ich scheine einen Mechanismus ausgelöst zu haben, aber noch ist nichts passiert. Passiert nichts. Okay, gut. Wir brauchen also irgendeine Art von Kombination, die wir da eingeben müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir... Der Lappen ist durchtränkt. Dafür vielleicht hier den Kamin sauber machen müssen. Hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal einen Kamin von innen sauber mache. Nicht? Warum nicht? Da stehen Zahlen, die vorher vom Ruß verdeckt waren. 7,5, 3, 10,5, 6. 7,5, 3, 10,5, 6. Das ist ja das, was ich gerade eben hatte hier, ne? Gut, das ist 7. Dann 10. Nee, 3. 7,5, 3. Warum habe ich Idiot mir das nicht aufgeschrieben? Ach, scheiße. 7,5, 3, 10,5, 6. Also. 7,5. 3. 10,5. 6. Ein Geheimfach. Filmrolle, wa? Ja, natürlich. Da liegen ein paar alte Dokumente und eine Filmrolle drin. Ich werde mir die Unterlagen gleich mal anschauen. Vielleicht sind die ja noch von meinem Vater. Ja, tatsächlich. Er beschreibt, dass die Expedition von 1958 anscheinend keine Erklärung liefern konnte, warum sich das Pflanzenwachstum hier seit der Katastrophe von 1908 so stark verändert hat. Auch der von Regierungsseite erhoffte Fund eines Meteoriten als Ursache für die verheerende Explosion blieb aus. Daher konnten weder mein Vater als Expeditionsleiter noch der Biologe Ken Morangi zu einem eindeutigen Schluss kommen, was von offizieller Seite anscheinend gar nicht gern gesehen wurde. Oh,
Und von Oleg ist hier auch kurz die Rede. Aber anscheinend war er nicht sonderlich wichtig. Das sollte ich ihm besser nicht erzählen. Jahre später untersuchte mein Vater als Geologe an der Akademie der Wissenschaften in Moskau ein seltsames Metallstück, das in der Tunguska-Region gefunden wurde. Er konnte dabei dessen nicht-irdische Herkunft nachweisen, was der Meteoritentheorie neuen Aufschwung gab. Allerdings entdeckten er und sein Kollege Manuel Perez bei weiterführenden Analysen Spuren, die auf eine Bearbeitung des Materials hinwiesen. Als sie ihre Entdeckungen in der Kalenko-Expertise veröffentlichen wollten, wurde diese völlig überraschend zurückgewiesen und man untersagte ihnen jegliche weitere Untersuchung des Gesteins. Als mein Vater trotzdem weitere Nachforschungen über die Vorkommnisse in der Tunguska-Region anstellte, warf man ihn daraufhin sogar aus der Akademie der Wissenschaften. Die letzten Eintragungen sind dann von 1977. Offenbar haben er und Manuel Perez sich auf eigene Faust in die Tunguska-Region begeben. Sie hofften, hier weitere Bruchstücke des seltsamen Materials zu finden, um ihre Untersuchungen weiterführen zu können. Mit welchem Ziel und was daraus geworden ist, steht hier aber nicht. Außerdem würde mich brennend interessieren, was mit diesem Bruchstück los ist. Einerseits wohl nicht irdischen Ursprungs, andererseits wurde es bearbeitet. Das würde bedeuten... Der alte Ivenke hat doch auch was davon erzählt, dass sein Sohn irgendein Metallstück im Wald gefunden hatte und dann plötzlich verschwand. Würde ja dazu passen, dass mein Vater aufgrund seiner Analyse sogar von der Akademie der Wissenschaften verwiesen wurde. Hoffentlich finde ich auf der Filmrolle noch ein paar Antworten. Ja, da bin ich tatsächlich jetzt auch schon sehr gespannt drauf. Ich meine, es ist ja klar, wohin das hinausläuft, ne? Das ist so der Moment, da wünscht man sich doch die Unterstützung von Gillian Anderson und David Duchovny, oder? Gibt's nicht auch, wenn ich jetzt so recht drüber nachdenke, gibt's nicht auch ein Akte X-Spiel mit, hier aus der Zeit, wo ganz viele Adventures mit echten Schauspielern und echten Filmszenen gedreht wurden? Hier die Zeit, in der unter anderem auch so Sachen wie Phantasmagoria und Gabriel Knight 2 entstanden sind, die übrigens beide auch noch auf meiner Liste stehen, bei Gelegenheit. So, dann legen wir los. Mist, die Birne ist durchgebrannt. In dieser Einöde eine Ersatzbirne zu besorgen, wird wohl nichts. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ah, jetzt. Ja, gut, dass wir eine Glasscherbe haben, ne? Ich habe die Folie mal um die Glasscherbe gewickelt. Durch die Alufolie ist die Scherbe jetzt nicht mehr durchsichtig. Ja, das müsste funktionieren. Wie auch immer. Da es hier drin ja recht dunkel ist, sollte der mit der Spiegelscherbe verstärkte Sonnenstrahl als Lichtquelle ausreichen. Wenn sie das sagt, dann nehme ich das mal so hin. So, Manuel, die Kamera läuft. Ich muss aber noch mal wohin. Komme gleich wieder. Manuel? Manuel! Okay. Da habe ich jetzt was ehrlich gesagt denn? Nicht mit gerechnet. Ein Blitz? Oder Wetterleuchten? Und was war plötzlich mit diesem Manuel Perez los? Hörte sich nach einer Explosion an. Ich sollte mal nachschauen, was da los ist. Super Idee, Nina. Sieht so aus, als sei die halbe Station in die Luft geflogen. Uh-oh. Los, bewegt eure Arsche! Die Eindringlinge müssen noch ganz in der Nähe sein. Die kriegen wir! Ausschwärmen! Oh, mein Kopf. Was war das eben? Fühlte sich an, als ob jemand in meine Gedanken... Da vorne ist jemand! Schnappt sie euch! Verdammt, ich muss hier weg.
Natürlich. So rein zufällig. Das war knapp. Kein Problem. Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich auffangen werde, wenn du mal am Abgrund stehst. Was ist denn überhaupt passiert? Wir haben nur gesehen, dass Teile der Forschungsstation in Flammen standen. Und dann war plötzlich alles voller Soldaten. Viel mehr weiß ich auch nicht. Da waren plötzlich zwei seltsame Gestalten, die wie aus dem Nichts vor mir auftauchten. Vom FSB? Nein, das waren keine Agenten. Ich bin mir nicht mal sicher. Das hört sich vielleicht blöd an, aber ich weiß nicht mal, ob es überhaupt Menschen waren. Dun, dun, dun. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war eigentlich eher ein Gefühl, das sie bei mir verursacht haben. Was wollten die denn? Haben sie was gesagt? Sie haben nicht wirklich gesprochen. Es waren vielmehr Stimmen in meinem Kopf. Es war, als ob sie nach einer Antwort suchen würden. Was für eine Antwort? Ich weiß nicht, wie ich das Gefühl beschreiben soll. Erst war es, als ob mein Kopf explodieren würde. Solche Schmerzen habe ich noch nie erlebt. Und dann wusste ich auf einmal, dass ich ihnen alles sagen wollte. Es war plötzlich so klar. Du hast ihnen alles verraten? Nein. Bevor ich irgendwas sagen konnte, kamen die Soldaten. Und die beiden Gestalten verschwanden genauso plötzlich, wie sie gekommen waren. Wo fliegen wir eigentlich hin? Sergej hat mittlerweile herausgefunden, dass dein Vater nie in Moskau war. Es sieht also fast so aus, als sei die ganze Reise nahezu vergeblich gewesen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin mir sicher, dass mein Vater aus irgendeinem Grund entführt wurde, der mit dieser Tunguska-Katastrophe zu tun hat. Wieso? Ich habe alte Unterlagen meines Vaters gefunden. Wenn ich die nicht völlig missverstanden habe, dann war er irgendeiner ganz großen Sache auf der Spur. Und ich habe einen Namen. Manuel Perez. Er war damals dabei. Und wir wissen ja auch ungefähr, wo er sich jetzt aufhält. Ja, in einer Klapsmühle auf Kuba. Tolle Spur. Aber einen Versuch wäre es wert. Und wir haben ja auch noch einen zweiten Namen auf der Liste, diesen irischen Biologen Ken Morangi. Stimmt. Ich weiß, dass ich von euch beiden schon unendlich viel verlangt habe und tief in eurer Schuld stehe. Und ich könnte gut verstehen... Hör auf zu schwafeln. Wie ist dein Plan? Du nach Kuba, ich nach Irland? Das würdest du wirklich? Du kannst dich ja mal bei Gelegenheit revanchieren. Mit einem heißen Kaffee zum Beispiel. Max, du bist ein Schatz. Vergiss das nur nie. Kuba, Oleg, also. Ich bin sonst nicht so. Aber was soll ich machen? Außer euch beiden habe ich keinen, der mir helfen könnte. Und wenn mein Vater... Ist schon okay. Wir helfen dir gerne, ehrlich. Also mach dir um uns keine Sorgen. Konzentrier dich lieber auf deinen Vater. Ja, okay. Die Nervenklinik haben wir ja schon mal gefunden. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Perez noch hier ist. Warum sollte er nicht? Ich muss jetzt aber erst mal ein paar Formalitäten erledigen. Kommst du so lange ohne mich zurecht? Klar. Die 20 Meter bis zum Empfang kriege ich auch alleine hin. Geh ruhig, ich komme schon klar. Gut, dann bis später. Und da strotzt er davon. Und wir sind mal wieder allein. Allein auf Kuba. Oder, alternativ, können wir uns auch erstmal in der Haut von Max in Irland umsehen. Das ist ja ausgesprochen spannend, dass ich jetzt quasi die Wahl habe, mit wem ich weiterspielen möchte, je nachdem, welcher der beiden Plots mich jetzt hier an dieser Stelle mehr interessiert. Da muss ich mir jetzt erstmal in aller Ruhe drüber Gedanken machen und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. In der nächsten Folge von Geheimakte Tunguska. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.